Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir ganz einfach anhand eines Beispiels, was das Minimalprinzip ist. Und am Ende gibt es eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Also, wenn man nach dem Minimalprinzip handelt, egal als Privatperson oder als Unternehmen, setzt man sich folgende Regel. Ich möchte mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz, also Zeit, Ressourcen oder im Endeffekt Geld, soll ein gewisses Ziel, also ein Output oder eben ein Erfolg erzielt werden. Folgendes Beispiel. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich eine Wohnung mit 120 Quadratmetern finden möchte. Und dabei achte ich darauf, dass ich mir die Wohnung heraussuche, die die geringstmöglichste monatliche Miete von mir abverlangt. Ein anderes Beispiel ist, ich möchte in der nächsten Matheprüfung zum Beispiel die Note 4 erreichen. Und das möchte ich mit dem geringstmöglichsten Lernaufwand. Also machen wir es nochmal an Zahlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Wohnungen nochmal anschauen würde, und dann habe ich jetzt zwei Wohnungen zur Auswahl. Beide haben 120 Quadratmeter, aber die eine kostet 690 pro Monat und die andere 750. Dann, wenn ich nach dem Minimalprinzip handle, dann entscheide ich mich natürlich für die Wohnung, die nur 690 im Monat kostet. Bedeutet zu Deutsch, kannst du es dir merken, wenn ich nach dem Minimalprinzip handle, ist das Ergebnis, was ich erreichen möchte, das ist fest definiert, das setze ich mir. Und dann versuche ich, mit dem geringstmöglichsten Aufwand oder eben Einsatz an Zeit, Geld oder Ressourcen, dieses Ziel zu erreichen. Also soll der Einsatz so gering wie möglich sein. Bevor wir jetzt zur Übungsaufgabe weitergehen, möchte ich dich charmant daran erinnern. Hast du denn das Video schon geliked? Es ist wirklich nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Danke dir. Und hier ist jetzt die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig, halt das Video an und versuche herauszufinden, welches von den vier Beispielen hier wirklich nach dem Minimalprinzip handelt. Absolut richtig, wir haben hier zwei Minimalprinzipe. Einmal, nächstes Wochenende fahre ich von Nürnberg nach München und ich möchte eben so wenig Sprit wie möglich verbrauchen. Mein Ziel ist fest definiert, von Nürnberg nach München fahren. Und dabei, den Sprit, den ich verbrauche, der soll so gering wie möglich gehalten werden. Minimalprinzip. Diesen Samstag versuche ich, unseren Apfelbaum vollständig abzuernten und dafür so wenig Zeit wie möglich zu verbrauchen. Mein Ziel ist es, den Baum vollständig abzulernen, dass da keine Äpfel mehr dranhängen. Und das möchte ich in geringstmöglichster Zeit, also so schnell es geht. Also Minimalprinzip. Die anderen beiden sind übrigens das Maximalprinzip.